Unsere Hypermoralisten hier im Parlament überbieten sich wieder einmal mit Forderungen, die illegalen Migranten als Belohnung für die Brandstiftung aufzunehmen. Streichhölzer als Eintrittskarte in die EU. Welch ein fatales Signal an die Welt. Letztes Jahr wurden 1.500 Migranten aus Moria aufgenommen und am Tag darauf wurde dieses Lager aus der Türkei, von der Türkei aus wieder mit 1.500 neuen Migranten aufgefüllt. Das ist nicht nachhaltig, das ist Selbstmord. Und der grüne Markert ist seit mehr in Moria als hier im Parlament. Was vertritt er denn eigentlich? Was vertretet ihr eigentlich? Die europäischen Bürger oder die illegalen Migranten? Wer denkt denn an die seit Jahren leidenden Bewohner in Lesbos oder an unsere europäischen Bürger, die sich massiv verändern werden durch diesen illegalen Zuzug? Und was jetzt folgt, welch ein Zufall, noch ein neuer Migrationspakt, der illegale Migration legalisieren soll. Wir werden überrannt, wenn wir nicht endlich die Grenzen schließen und ihr angeblichen Pro-Europäer mit von der Leyen an der Spitze werdet als die Totengräber der EU in die Geschichte eingehen. Nächster Redner, Kollege Böselager.